Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Mui frostigen Episode Let's Play Medieval Dynasty. Schön, dass ihr dabei seid. Natürlich haben wir auch wieder den Jesus unseres Vertrauens, der nach wie vor erkältet ist, also krank ist. Und unser kleines süßes ist natürlich auch noch mit am Start. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo. Klein und süß. Ja. Dafür kriegst du jetzt erstmal eine Schelle. Ihr habt mir halt wirklich eine runtergehauen, ne? Die Uschi, Alter. Was soll denn das? Ist Penicillin schon erfunden? Nee, ja, noch nicht so ganz. Ne? Können wir kurz ein paar hundert Jahre in die Zukunft gehen? Will ich an Durchfall sterben. So, ihr Lieben, außerhalb der Aufnahme habe ich einmal wieder unser Nahrungsmittellager ein bisschen aufgeräumt, die Komposter befüllt und so weiter und so fort. Damit hier auch ordentlich gearbeitet werden kann. Dann habe ich doch festgestellt, im Nahrungsmittellager waren stinknormale Holzeimer, wo ich mir so denke, hallo, das gehört ja nicht hin, ne? Was soll das? Naja, einmal mit Profis und so. Holzschalen habe ich auch noch bei mir im Inventory. Einmal mit Profis und so. Merkst du was? Ja, das ist alles vom Essen und so, ne? Also, wir haben ein Problem. Ich muss gleich ganz eindeutig wieder in die Verwaltung. Weil wir viel zu viel Kram schon wieder hier haben. Warum? Der dringendst verkauft wird. Das machen wir dann gleich. Ja, das mit der Inventarverwaltung ist nicht so einfach. Leider nein. Leider nein. Unser Lager ist nämlich wieder knüppelvoll. Nehmen wir mal die ganzen Kupfer-Scheißdinger raus. Kupfererz auch. So, wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Ich werde heute ein bisschen in der Verwaltung abhängen. Ja, das ist leider so. Es geht nicht anders. Was haltet ihr davon, wenn wir Kupfer komplett aus dem System bei uns rausnehmen? Brauchen wir fast gar nichts. Würde ich nämlich auch sagen. Wir nehmen höchstens Kupfer für raus. Deko-Zwecke. Eben. Und wir haben so viel von dem Kram. Ich würde fast sagen, wir nehmen Kupfer komplett einmal raus. Weil, wofür? Wir bekommen jetzt noch ein neues Schema. Kommen wir? Ja, als Belohnung für die Quest eine hölzerne Säule, ein Deko-Element. Kupfer. Wo steht das? Alter! 4250 Reputation? Junge! Aha, und ein neues Schema. Also, was brauchen wir wirklich? Wir brauchen Steine. Ja. Und Eisen. That's it, oder? Zinn? Bronze? Machen wir doch gar nichts mehr mit, oder? Das brauchen wir tatsächlich. Wenn, dann kann immer noch mal einer von uns schnell in die Mine. Gut, dann nehme ich jetzt Kupfer und Zinn. Raus, komplett. Dann haben wir mehr Stein. 15% und Eisen ballern wir richtig hoch. 15, 85. 15, 85, okay. Einmal bestätigen, dann muss ich aber in die nächste Jahreszeit. Okay. Oh. Ich habe mir gerade das Schema für die neue Säule angeguckt. Ist geil. Besonderes Bauwerk. Dieses Schema für die einzigartige Statue wurde dir von den Bewohnern Klonikas als Zeichen ihrer Wertschätzung übergeben. Sie wird deine Arbeiter dazu anspornen, ihr Handwerk noch schneller zu erlernen. Echt jetzt? Alter, ist es ja kann geil. Immer nur eine Säule auf einmal aufgestellt werden. Die kostet 10.000 Münzen. Easy, haben wir. 2 Eisenmesser. Ja. 5 Holzhämmer und 10 Holzstämme. Easy. Ich lese gerade. Ich guck's mir auch gleich an. Lass mich an, bitte. Ganz kurz hier. Ich hatte jetzt nicht vor, die jetzt direkt zu bauen, aber ich dachte mir halt, ne? Also ich finde aber dadurch, dass du die meisten Quest-Dinger hast und dadurch das Ding auch freigeschaltet hast, darfst du dir auch den Platz aussuchen. Ich würde die an den Marktplatz stellen. Ja. Ne? Da, wo jeder dran vorbeikommt, wo sie jeder sehen kann. Ja. 85. Okay, ich habe jetzt einmal erstmal Eisen... komplett rausgenommen. Wo ist denn das Ding?
Bei der Vogelscheuche. Genau. Und den Möbel, Möbeldekorationen, sonstiges. Ach, das Ding. Säule des Waldes, meint ihr? Aha. Ja. Genau. Ja, geil. Ja, wenn ihr Bock habt. Ja, klar. Bau ruhig. Ja. Alter, das... bin gerade auf dem Weg wieder nach Hause. Ja, nice, Alter. Ja, nee, haben wir alles da. Gut, ich habe jetzt natürlich, ich versuche jetzt mal wirklich auch jahreszeitenbedingt so ein bisschen ganze Sachen einzustellen. Wir haben diese Option. Es ist vor allen Dingen jetzt der erste Winter, den wir mit diesen Optionen haben. Ja. Das heißt, ich habe außerhalb auch nochmal mit der, in der Aufnahme, außerhalb, wow, Junge, außerhalb der Aufnahme habe ich mit dem Medic Mäh gesprochen, ob sie uns sagen, Pappnasen hier ein bisschen was zutraut. Im Winter haben die nämlich keine Zuweisung. Zuweisung bearbeiten. Es gibt nur eine Sache, die sie halt im Winter machen können. 2, 3, 4, 5. Ausdauertrank. Ich nehme jetzt die Tränke rein. Aber auch nur minimal. Die sollen halt nicht übertreiben, ne? Sollen die auch ein paar Sachen vergiften? Eisenpfeile? Oh, nee. Das kann also sie. Also, es schadet. Ja, klar kann sie das machen. Ne, das kann sie mehr machen. Spalte auswählen. Oh. Dann hat er alles drin. Lul. Das war dumm. Das war voll dumm. Okay. Zuweisung akzeptieren. Das heißt. Wow. Ich bin gerade 5 Meter vor dem Dorf im Wasser von Wölfen gefressen worden. Geil! Bin immer noch kein Freund davon, dass die jetzt, und hab mich da immer noch nicht dran gewöhnt, nach so vielen Jahreszeiten, dass die ja jetzt auch ins Wasser und durchs Wasser rennen. Hm. Frau, ist das in Ordnung, wenn ich die auf 2% einstelle? Ja, ne? Ja, alles gut. Achso, ihr habt immer noch nichts gesagt wegen der Schießanlage. Also bei der Taverne, The Man und so. Ich hab noch einiges nicht gesagt, wenn du die Zuschauer meinst. Nee, ich meinte euch. Scheiße. Wegen dem Boden. Doch, wir hatten darüber gesprochen. Echt? Ja. Also ich hab... dass ich das da hinlege und dass sie dann entscheiden soll. Ja. Ob oder nicht. Kennst du meine wir Meinung haben dazu? Keinen Stein mehr. Ich find's. Kommt rein, bleib locker. Ich find's halt ohne die Bretter schöner, aber das ist nur meine Meinung. Ich bin ja hier nicht alleine. Was fehlt den Dingern? Okay. Holz. Ne, letzten Endes hast du das Ding gebaut. Holzfläschchen fehlen? Warum? Holzfläschchen mal 10. Ist doch da. Holzschale, Holzteller. Holzfläschchen werden produziert, also laber mich nicht voll. Das ist nämlich das, was denen gerade fehlt. Warum? Will ich jetzt selber Stein sammeln erstmal? Haben wir, da muss ich gleich mal gucken, Landwirt. Wir haben nämlich einen Kuhstall, der nicht besetzt ist. Ja. Oder hat jemand das ganze Stein mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Ich kann gerade bei mir mal schauen. Ich habe Steine im Inventory, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel. Ne, ich habe auch keinen Stein im Inventory. Lul. Hm. Ist das... Hier sind gar keine Bretter bei mir, bei der Schenke Happy Man mit den... Hab ich ja gerade weggenommen. Okay. Aber ja, ich denke auch, dass es ohne Boden mehr Sinn ergibt. Weil da wird geschossen, da läuft normalerweise keiner rum, weißt du? Ja, ich hätte ja die so genauso nah dran... Also habe ich ja genauso nah dran gelegt gehabt... Wie zum Beispiel wie eine Tanzfläche gedünnt, weißt du? Ja, aber das ist ja ein Schießstand und keine Tanzfläche. Und
mein Gedankengang dahinter Grund ist immer so ein bisschen mit dem Realismus begründet. Du schießt nicht umsonst auf eine Sandbahn. Wenn du auf Holz schießt, machst du Pfeilspitzen stumpf und Pfeilspitzen sind teuer. Okay. Das war jetzt des Realismus zu viel, mein Freund. Ja, aber wenn du ein realistisches Dörfchen baust, dann gehört das zu den Dingen, ne? Ja, stimmt schon. Ich verteile hier gerade wieder Geschenke erstmal an die Kinder, bevor ich mich an den nervigen Teil begebe. Aber eine Kleinigkeit für dich. Und ich sammel Stein. Alter, wie viele Kinder! Wir haben sehr viele Kinder und es werden halt noch mehr. Alter! Kannst du denen auch bestohlene Sachen geben? Nee. Das ist gut, dann kann ich die als Deko bei mir benutzen. Und um die Frage nach dem Stein zu beantworten, ich hatte gerade nachgeguckt, ich habe gigantische 93 Steine im Inventar. Wow. Ja, ne? Wahnsinn. Das ist krass. Wieso haben wir neulich 19 bis 20 Reputationen gekriegt und jetzt nur 17? Was soll das? Das weiß ich auch nicht. Eigentlich sollten wir auch, weil wir da zu viert waren. Aha, stimmt. Da war noch Mambas Bonus mit dabei. Ne, wenn die nicht drin ist, haben wir ja deren Boni nicht. Aus ihrer Skillung. Stimmt. Du hast da vollkommen recht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Lul. Okay. Also ihr merkt gerade, ich weiß nicht, was der Mär gerade macht, aber ich habe hier gerade mit ich der... Ich sammle Stein, habe ich doch gesagt. Ja, gut, ne? Ja, weil wir keinen Stein mehr haben. Und ich brauche Stein. Für dich. So. Ja, dann gehe ich jetzt einmal ganz kurz erstmal in den Marktplatz. So. Nee, gar nicht wahr. Tu ich nicht. Verwaltung, ich muss erstmal jetzt die Bürger da wieder. Was haben wir denn? An Leuten frei. Wir haben Diplomatie. Wir haben jemanden mit Handel. Wollt ihr mich verarschen? Einen. Wir haben... Nee, zwei. Vergiss es. Jemand in der Gewinnung habe ich auf 10 zurückbekommen. Und im Handel. Okay. Da fehlt mir trotzdem was. Das ist jetzt ungünstig. Scheiße. Gut, das heißt, wir nehmen erstmal einen von den Feldern runter. Wenn du willst, gehe ich ein paar Leute holen. Nee, weil wir haben die Reputation dafür. Und die Häuser. Ja, die haben wir definitiv. Ich versuche gerade erstmal herauszufinden, was wir alles brauchen. Das ist gerade nicht so ganz einfach. Sag Bescheid, ich mache nur gerade hier Zäune fertig. Die kann ich jederzeit abbrechen. So gefällt mir das schon viel besser. Genau. Hier kommt keiner hin. Ja. So, ich habe den jetzt einmal in den Kuhstall geschickt. Das ist schon mal besser. So, wo fehlen uns Händler? Hier ist doch alles voll. Eiskalt? Okay. Dann würde ich fast sagen, ich mache einen weiteren Marktstand auf. Also jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, ja, das ergibt Sinn. Kein Material. Was haben wir denn? Okay, ja. Die Tollkirsche. Die tolle Tollkirsche. Okay, was haben wir? Okay, dann ist der Handel am Florieren. Das ist in Ordnung. Wie schaut's hier aus? Marktstand. Kein Material. Genau, Steinfalk, Bolzen, nein. Bronzemesser, nein. Wir verkaufen kein Bronze-Scheiß mehr. People, I'm practically losing money over here. Naja, wir können ja dann einfach den Rest, den wir davon haben, behalten für uns. Naja. Bronze. Nicht mehr. Eisenhammer, Eisenmesser. Jeweils auf 1% kann man machen.
Nee, können wir auch mehr machen. 3. Eisenhacke. 3%. Eisenschaufel. 3%. Eisensense. 3%. Eisenspitzhacke weiß ich ehrlich gesagt dann auch gar nicht. Eisenschnurschere haben wir auch so wenige. Ja, die sind ja auch in Gebrauch. Ja. Na, die nutzen unsere Leute ja auch. So. Wie schaut's hier im Lager aus? Äpfel, Birnen, Pflaumen rausnehmen, Kirsche rausnehmen. Ei. Wir haben kein Ei mehr. Ich wusste es. Spoilers schuld. Es ist mystisch. Können viel mehr Honigwarm verkaufen. Partnersfleisch, das können wir ein bisschen hochdrehen. Beere hatten wir rausgenommen. Okay. Dann ist das auch schon mal in Ordnung. Man merkt, die Meldungen gehen langsam runter. Mhm. Stein wird nicht mehr verkauft. Wir hatten Stein im Verkauf, deswegen haben wir da gerade Problems. Holzstämme nehme ich auch raus. Das können wir erhöhen, theoretisch. Brennholz haben wir gerade richtig schön viel. Oh ja, Brennholz haben wir richtig dick viel. Samen, Mehl, Holzfläschchen. Ah, da ist das Problem. Tonbewurf 2% rein. Stroh nein. Ton nö. Ich nehme jetzt auch Wollgarn mit rein, weil da haben wir 1203 über. Ja. Ich nehme gerade alles rein, wo wir echt viel Zeug von haben. Tin können wir verkaufen. Erst mal, dass der ganze Lachs weg ist. Wir müssen unsere Lager aufräumen, weil wir können keine Gebäude mehr bauen. Ist ein Problem. Wenn es nach mir gehen würde, würden wir jetzt noch ein Materiallager bauen und noch ein Nom-Nom-Lager. Dann hätten wir das Problem nicht mehr. Richtig. Aber das ist auch nur so dieses, ja, ist wie eine Umschuldung quasi. Es verschiebt das Problem. Ja. Also deswegen, Frau, ich hoffe, du machst was Schönes. Ja. Ich probier's. Ich hab da vollstes Vertrauen in dich, ob das glaubst oder nicht. So, gut. Das heißt, wir haben eine Händlerin über. Das ist so Materiallager, Ware. Wir haben schon mal keine Fehlermeldung mehr hier. Das ist doch geil. Keine Zuweisung im Winter. Pausiert. Ja, dann nehmen wir jetzt hier welche rein. Rote Beete. Du 5%. Zwiebeln. 5%. Kohl. 5%. Karotten. Nein. Honigwabe. Auf jeden Fall. Da haben wir so viel. 20%. Gebratenes Fischfilet. Raus damit. 10%. Einmal mit Wasser. Fleisch mit Soße. Pilz. 5. Rührei mit Pilzen. Nö. Och, hier mal eine komplette Zuweisung. Das mit dem Lager organisieren ist gar nicht so einfach. Ah, die haben... Ich weiß, was sie reingepatcht haben. Es gab neulich einen Patch. Ich kann jetzt mehrere Sachen pro Jahreszeit reinnehmen. Ah. Das ist ganz geil. Jetzt kann ich die Zuweisung nämlich pro Jahreszeit bearbeiten. Und mir das dann so ein bisschen raussuchen. Aha. Ah. Das macht es ein bisschen einfacher. So, jetzt habe ich nämlich erstmal alles hier drin. Und dann kann ich bei dem Marktstand viel geiler raussuchen, was jetzt verkauft wird und was nicht. So ein Ding. Bestätigen.
So, wir sind im Winter, korrekt? Ja. Ja. So. Ja. Beeren, nein, das ist ja alles pausiert. Rührei. Ja, bitte. Karotten, Fleisch. Bratenes Fleisch. Weil, oh, alter, Fladenbrot. Haben wir auch wieder so schön viel. Auch nochmal 5% rein. Los, let's go. Weißbrot? Nö, 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 nö. Wir brauchen ja selber auch noch Nom Nom, ne? Eben. Beerensaft könnten wir verkaufen auf 2%. Apfelsaft 2. Kirschsaft 2. Birne 2. Beerenwein. Met. 5%. Weizenbier haben wir auch ordentlich. 5%. Let's go. Wir könnten natürlich auch Salz abbauen, um unser Essen haltbarer zu machen. Könnten wir theoretisch. Die Frage ist, wollen wir das? Naja, wenn wir die Bronze rausnehmen, dann ja. Aber ansonsten... Mhm. Gut, aber dann wäre das fertig. Zumindest soweit. Gut, dann würde ich noch mal einen Marktplatz hier eröffnen. Marktstand. Keine Zuweisung. Erstmal Zuweisung ver... Da haben wir doch. Hier zwei Leute. Perfekt. Ich habe keine Ahnung, ab wann es da losgeht mit Lehrlingen. Das würde mich echt auch nochmal interessieren. Mhm. Ab welchem Alter man die Kinder zum Arbeit schicken kann. Ja. Und dass vor allen Dingen, dass die Mütter dann nicht mehr nur Mütter sind, sondern auch wieder zur Arbeit zugewiesen werden können. Mhm. Oh, wie war denn das? Ah ja, Art der Ware. Material. Ja. Yeah. Aha, jetzt kann ich, wenn ich einen Stand neu mache, ne? Ja. Kann ich einschalten, ob ich Jahresmanagement haben möchte. Ja, nice. Oder... Aha. Oder Saisonmanagement. Aha! Das ist natürlich geil. Nehme hier auch bitte einmal alles rein. Zuweisung wird akzeptiert. Weil dann habe ich nämlich eine Übersicht. Geil! Ja, und im schlimmsten Fall haut man mal mit der rechten Maustaste mit dem Hammer auf den Stand drauf und baut ihn anschließend wieder auf. Brauchst du nicht. Ich kann es auch umschalten wieder. Okay, gut. So, Heuschwämme haben wir, Stein haben wir, Eisenbahn haben wir, Ton haben wir. Bei Leder. Bei Pelz haben wir Arschspiele. Ja, Pelz haben wir viel, aber Leder haben wir nicht so viel. Ich hätte ansonsten beim letzten Mal auch mehr Klamotten gemacht. Aber Leder haben wir 256. Ja, jetzt wieder. Wolle jetzt. Haben wir Arschspiel. Mäh. Du bist so still. Sorry. Alles gut. Das war keine Kritik. Stock haben wir auch wieder Arschspiel. Leinsamen. Ja. Aidsäulen in der Neustadt sind jetzt auch endlich alle fertig. Tierfutter. Wisst ihr noch, wie wir Probleme mit Tierfutter hatten? Mhm. Die Jungen, Junge. Dung haben wir, Dünger haben wir. Dünger können wir auch ein bisschen was verkaufen mittlerweile. Bodenbewurf. Gucken. Salz haben wir keins. Mehl. Stroh, nein. Flachs würde ich auch sein lassen, weil das wird ja verarbeitet. Flachshalm. Becher haben wir ein paar. Löffel haben wir ein paar. Holzschalen können wir auch ein paar verkaufen. Holzteller auch. Bierflaschen haben wir voll viele. So viel produzieren wir gar nicht. Mehlflaschen. Ja, wir haben die ja vorher mitgebaut, damit wir die auch schon zur Deko hatten, ne? Naja. Gut, dann verkaufe ich erstmal auch unser ganzes Zinnerz oder Bronzebarren. Brauchen wir ja auch nicht, ne? Mal alles weg damit. Das Ding ist einfach, wir müssen unsere Lager ein bisschen aufräumen. Ja, der Rest ist auch wieder schmuf. Okay.
Was? Oh, das ist jetzt belastend, dass sie jetzt im Feierabend gehen. Weil jetzt sehe ich nämlich auch nicht, wo der Schuh drückt. Hilft dann nicht mehr. Nee, fuck. Aber okay, das haben wir auf jeden Fall fertig. Schatzi, was machst du gerade Schönes? Oh, okay. Frage geklärt, hallo. Ich hocke hier am Markt rum, gucke hier nichts ahnend. Mal gucken, was Jesus dazu sagt. Ey, ist los. Ja, ich hoffe doch. Ja. Puh. Ja, geil. Freunde, schon wieder eine Episode durch, Alter. Wie schnell wollen wir bitte heute sein, wie effizient? Wir ja. So. Ja. Ladies and Gentlemen, ich hoffe natürlich, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns natürlich auch noch über eine positive Bewertung freuen. Ihr kennt ja den Text, ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Partner zu Gaming, Triebwerk und der Merch sind jeweils verlinkt. Checkt es gerne ab. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.